Bevor es losgeht mit dem Video, vergesst nicht, das Video präsentieren wir euch zusammen mit Y-Food. Y-Food, die Ernährung einer neuen Generation. Und wenn ihr das mal probieren wollt, dann nehmt auch meinen Rabattcode HABI15. Der Link ist unter dem Video. Einfach dort bestellen, Rabattcode HABI15 eingeben und los geht das. Herzlich willkommen bei AutoHub. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir haben es ja bei dem Toyota Supra mit dem 2-Liter-Motor schon gesagt. Schönes Auto. Müssen wir nochmal fahren. Machen wir jetzt. Und Akio Toyota hat es versprochen. No more boring cars. Also haben wir jetzt den 3 Liter rein 6-Zylinder Toyota Supra. Und wir fahren ihn mal auf der Bergrennstrecke von Eichenbühl. Es ist natürlich normaler Straßenverkehr. Und wir dürfen es hier auch nicht übertreiben. Wir müssen immer schön unter 100 sein. Und das erste Problem, was ich hier schon sehe, ist der Spiegel in der Mitte. Der Spiegel und das große Navi-Tablet vereinigen sich dann gerne mal dazu, dass da nicht mehr viel gesehen wird, rechts und die Kurve fahre. Oh, ist das gegen gut. Oh, leckt mich am Arsch. Der hat halt auch deutlich mehr Drehmoment. 340 PS sind auch etwas. Oh, und der Sound ist natürlich. Wir dürfen uns hier nicht. Das ist schwierig. Also, ich bin mal nicht ganz. Darf ich mal schauen. Nicht schneller als Tempo 100. Hier ist Tempo 100. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das Auto hier so zu fahren, dass man da einen wirklichen Unterschied zu dem 2 Liter spürt. Das ist das rein 6-Zylinder, das dir BMW schenkt. Da hat Toyota tatsächlich den besten Partner für die Neuauflage der Supra gefunden, den sie finden können in der Großserie. Das Auto macht einen Haufen Spaß. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er auf der Vorderachse zu schwer ist, im Gegensatz zu dem 4-Zylinder. Der Motor hat natürlich einen Zug, aber das können wir hier nicht fahren, Flo. Das ist egal, was ich jetzt. Um mit dem Auto hier zu sagen, ich bin deutlich schneller als die 2-Liter Supra, als der 2-Liter Supra, bin ich ja in einem Geschwindigkeitsbereich unterwegs, bei dem es nicht mehr darum geht, einfach nur den Lappen abzugeben. Da landet man ja im Knast dafür dann. Also ich glaube, Flo, wir müssen das Auto ganz woanders fahren. Ich möchte dich bitten, mach mal einen deiner weltbekannten Tricks. Zack, du hast drauf. Ja? Ein Schnitt und schon sind wir auf der Nürburgring-Nordschleife. Die Nürburgring-Nordschleife als bei den Touristenfahrten. Das ist, glaube ich, der einzige Platz, wo man wirklich mal ausprobieren kann, wie so ein Auto wirklich funktioniert und fährt. Das ist eine Einbahnstraße, da weiß man, da kommt keiner entgegen. Und man weiß ja auch einigermaßen, wie die Richtung hier so funktioniert. Und da hat man dann auch mal Zeit und Platz, das Auto ein bisschen fahren zu lassen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal vor allen Dingen gespannt, inwieweit die Bremse mitmacht. Denn bei vielen Autos ist die Bremse ja genau das, was im Alltag keine Probleme macht. Aber wehe, du fährst deinen sogenannten Sportler mal ein bisschen sportlicher. So, wehe, du fährst dein Auto mal ein bisschen sportlicher auf der Rennstrecke und schon versagen bei vielen Autos dann die Bremsen. Bin mal gespannt. Ich glaube eigentlich nicht. Weder der Spender von BMW noch Toyota an sich sind dafür bekannt, Murks abzuliefern. Insofern erwarte ich eigentlich, dass das Auto vernünftig Laune macht. So, jetzt sind wir ja durch die Hatzenbach gleich durch, rein in Hocheichen. Die Reifen dürften mittlerweile warm sein. Und jetzt halt rauslaufen lassen. Und dann drehen wir ihn mal aus, 6,5. Über den ersten Sprung hoch zum Flugplatz. Ja, am Flugplatz oben. Kurz lupfen, ja, sonst geht es dem Flo der Magen bis hoch zu den Mandeln. Das mag der Flo nicht. Da wird er dann immer ganz kreidebleich. Aber ich glaube, das geht schon, Flo, oder? Ja, ja. Also wir ein bisschen aufpassen. Sieht er uns? Der sieht uns. Dankeschön. Das ist eine schöne, schnelle Ecke jetzt hier. Da ist es wichtig, das Momentum zu halten. Und Einfahrt in Schwedenkreuz früh rein und auf dem Gas bleiben, das Momentum halten, das Auto nicht aus der Balance bringen, nicht anfangen, da verschiedene
es ist gerade schwierig zu moderieren, nicht anfangen, das Auto zum Tanzen zu bringen, sondern schön ruhig zu halten. Das ist einfach auch das Wichtigste, wenn du hier die Fuchsröhre runter. Nochmal aufpassen, da ist ein offener Franzose. Das ist ein bisschen blöde Stelle, weil der sitzt genau auf meiner Linie da. Aber das ist halt auch Touristenfahrten. Das bedeutet auch, Rücksicht zu nehmen, aufzupassen. Touristenfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife sind kein Rennenfahren. Da fahren viele normale, die auch einfach mal den Mythos Nordschleife erfahren wollen. Und gerade hier oben, Adenauer Forst, ist dann weltbekannt. Wenn ihr bei YouTube Adenauer Forst eingebt, dann findet ihr ganz viele Autos, die dort einen ganz lustigen Abflug machen. Einen lustigen Abflug machen auch viele in der schnellen Links hier vor der Anfahrt. Boah, jetzt habe ich ein bisschen zu spät gebremst. Sind ein bisschen zu weit rein, nach Kallenhardt zu weit rein. Kallenhardt ist eine Ecke im Nassen. Die Kurve zieht sich zu, das heißt, du musst relativ spät reingehen in die Kurve, relativ spät zumachen, das Auto laufen lassen, dann auch hier wieder hart an der Bremse, Kallenhardt runter. Oh, da merkst du schon, die Bremse hat richtig was zu arbeiten. Das Auto ist natürlich, es hat ein recht stattliches Lebendgewicht und das merkst du dann auch hier anbremsen, Wehrseifen. Das ist die vierte, fünfte Mal, dass wir jetzt hart das Auto zusammenbremsen, bevor wir gleich runter nach Breitscheidbrücke kommen. Da ist ein Motorradfahrer, müssen wir aufpassen. Der ist in der Linie drinnen. Immer gucken, dass die auch einen gesehen haben. Breitscheidbrücke, spät hart auf die Bremse. Die Bremse ist phänomenal gut bisher. Sehr gut sind aber auch die Michelin, die hier drauf sind, die Mischbereifung. Das ist einfach eine sehr, sehr geile, passende Kombination. Das ganze Auto ist unheimlich balanciert. Ich habe weder Effekte von dem Gefühl, dass ich ein starkes Untersteuern parieren müsste, noch ist er jetzt hier Bergwerk rein. Gerade nicht meine Linie gewesen, da stand aber noch einer, das war ein bisschen blöd. So, Bergwerk raus, lange links bleiben, links an der Kante ist die kürzeste Strecke. Und jetzt geht's bergauf, 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 bergauf. Das macht in all den Autos, die nicht so viel Leistung haben, nicht so sehr viel Spaß. Ihr zieht es dann schon ordentlich am Antriebsstrang, bis du mit dem Auto da hochkommst. Hier leicht anbremsen, Linkskurve rein, nicht über den Curb fahren. Der Curb lässt dich wegfliegen. Jetzt kommen wir gleich in Richtung Kesselchen hoch. Machen wir erst noch Klostertal durch. Da haben wir einen weißen Boxster, der blinkt aber rechts. Da müssen wir nur gucken, dass er, weil auch der war auf meiner Linie jetzt. Das ist natürlich unangenehm, weil dann fährst du nicht mehr auf der sauberen Linie. Also du hast dann, es gibt auf der Nordschleife extrem viele Linien. Das ist mal das eine. Dadurch, dass du einfach hier so viele Kurven hast, gibt es nicht nur diese eine Ideallinie. Die Ideallinie unterscheidet sich dann auch noch je nach Witterung. Und ich würde auch sagen, je nachdem Antriebskonzept des Fahrzeugs. Aber trotzdem ist es unangenehm, wenn du in den Curb rein willst, auf deiner Linie und da steht schon einer. So, jetzt springen wir rein ins Kesselchen, ins Karussell, Entschuldigung, ins Karussell. Wichtig ist, unten bleiben. Das Auto lässt sich hier leicht überfahren. Damit wandert man dann schnell über das Karussell raus. Das ist dann auch oftmals das Ende einer Runde. Außerhalb vom Karussell ist nicht viel Platz zum Schleudern. Kommt relativ schnell die Leitplanke. So, jetzt machen wir da oben mal die zwei Luxemburger Porsche noch lang. Zack, weg da mit dir. Läuft. Warte mal, wir haben hinter uns einen, der ist noch schneller. So, das Apex Renntaxi, gut, das ist dann doch noch ein bisschen schneller. Da fährt jemand, der macht das öfter als ich. Na, und der, aber man sieht auch, der hat da sein Problem, den Cayman loszuwerden, wenn der nicht aufpasst. Ja, da muss man aufpassen. Da muss man auch mal gucken, muss man mal die Augen aufmachen. Aber sorry, Touristenfahrt bedeutet natürlich auch, aufeinander zu achten. Hätte ich jetzt auch eine Sekunde länger warten können. Aber das ist natürlich auch
kommst relativ schnell ins Adrenalin bei so einem Ding. So, hoch auf die Eiskurve, Eiskurve. Im Feuchten ist die Eiskurve eine dumme Kurve. Im Trockenen finde ich, hat zu viel Grip. Jetzt hier lange rechts bleiben. Anfahrt Pflanzgarten, erst spät in die Innen rein und dann kurz vor der Kompression auf die Bremse und dann die Kurve rechts nehmen. Das ist eine doppelt rechts, die du am besten in einem Schlenker nimmst. Dann geht es links und blind links. Die macht auf der Xbox extrem viel Laune. In echt macht sie viele Leuten ein bisschen Angst. Das Geile ist aber wirklich, dass der Supra, das ist eine Maschine, das ist ein Gerät hier auf der Strecke. Das ist der Hammer. Jetzt haben wir da vorne wieder zwei kleine Süße, unter anderem einen Clio, der als RS wirklich ein schönes Spielzeug auf der Nordschleife ist. Aber leistungsmäßig ist er uns natürlich, kann er nicht mitspielen leistungsmäßig. Er muss uns jetzt auch nur vorbeilassen. Die Frage ist, nee, will uns nicht vorbeilassen. Okay, auch das kann man machen. Das ist zwar völlig unnötig auf der Nordschleife, jemanden nicht vorbeilassen zu wollen. So, und unter der Brücke durch. Was wir nicht gemacht haben, ist die Zeit zu nehmen. Zeit nehmen ist nicht auf der Nordschleife bei Touristenfahrten. Das machen doch Menschen, die ihr Ego füttern wollen. Wir wollten ja eigentlich nur der Supra mal auf den Zahn fühlen. Die Frage ist, wie weit wir jetzt der Supra auf den Zahn gefühlt haben. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, Flo, das, was man spürt, ist, dass das Gerät hier einen Haufen Spaß hat, oder? Ja. Wollen wir noch eine Runde fahren? Der Supra ist ja eigentlich geboren worden damals als Celica Supra. Supra war ja nur ein Zusatz und sollte bedeuten, das Sportmodell Celica, die höchste Stufe davon. Supra, der Supra. Der Supra hieß es dann erst in der dritten Generation, da fiel das Celica weg und Supra war eigenständig. Das ganze Ding hat eine relativ große, lange Historie und viele, viele Fans. Und viele, viele Fans waren sehr, sehr traurig, als dann 2002 der Supra eingestellt wurde. Bei Toyota hat man sich konzentriert auf Hybridtechnik. So wie bei vielen Automobilherstellern hat man die Garde der Spaßautos so ein bisschen vernachlässigt. Es ging darum, sinnvolle Autos zu bauen. Aber wir wissen alle, von Brot und Butter alleine wird unser Herz nicht warm. Ja? Es muss auch mal Schnitzel sein. Und so haben sich glücklicherweise bereits 2012 BMW und Toyota verständigt, eine Zusammenarbeit zu starten. Und die Zusammenarbeit ist relativ clever für diese beiden Hersteller. Denn während BMW 2012 dann gesagt hat, für unseren Nachfolger Z4 brauchen wir auf jeden Fall wieder ein Z4 Cabriolet, ganz wichtig. Aber darauf kann man natürlich auch total einfach, wenn man schon ein Cabriolet hat, kann man natürlich super einfach ein Coupé bauen. Und was passt da besser ins Programm, als wenn du einen Hersteller findest, der sagt, warte mal, rein Sechszylindermotor, Turboaufladung, Heckantrieb, Zweisitzer, sportlich abgestimmt, lange Schnauze, kurzes Heck, nehmen wir. Das war Toyota. Toyota hat gesagt, dieses Konzept, von dem ihr redet bei BMW für euren Z4, passt perfekt auf das, was eine moderne Supra ausmachen sollte. Nämlich eine lange Schnauze, kurze Überhänge, einen längs eingebauten Sechszylinder-Turbomotor. Ne, also der Supra war immer ein Sechszylinder. Das fing ganz früh an, noch ohne Turboaufladung, aber es war immer auch ein Sechszylinder. Es passt also perfekt zusammen, was diese zwei Hersteller gemacht haben. Der Supra kam dann raus mit 340 PS für die Leute, die sich mit Autos und BMW ein bisschen auskennen, ist das ganze Auto relativ schnell zu erkennen als Supra made by BMW so ein bisschen. Ja. Da steht zwar überall Toyota drauf, aber das Auto wird in Graz gebaut bei Magna Steyr
Magna Steyr baut auch den Z4. Und auf dem gleichen Band bauen sie dann eben auch den Supra. Und der Supra unter der Haube hat den bekannten B58, 3 Liter rein, 6 Zylinder Turbo mit Twin-Scroll-Lader, Direkteinspritzung, Valvetronic, variable Nockenwellenverstellung, variable Ventilhubverstellung, 350 Bar Benzin-Einspritzdruck und diesen Twin-Scroll-Lader. Ne? 340 PS, 500 Newtonmeter. Und da wäre dann, glaube ich, der Urahn, der alte Supra, fast schon ein bisschen neidisch. Und da ist es, glaube ich, auch völlig egal, was für eine Basis da unten drunter ist. Am Ende zählt doch immer das Endprodukt. Und ich glaube, Toyota hat sich einen riesen Gefallen getan, zusammen mit BMW zu sagen, wir teilen uns die Kosten für die Entwicklung eines Autos. Macht ihr mal den Lifestyle-Bomber, das Cabriolet, wir machen den neuen Supra. 340 PS, 500 Newtonmeter. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Und die Balance. Das ist der Spruch, der vorne am Fahrerlager steht. Jeder lobt, was Nürburgring erprobt. Ich habe Gänsehaut. Seht man das, Flo? Ich habe Gänsehaut. Fliegt gleich auch daran, dass ich jetzt komplett durchgeschwitzt bin und jetzt gerade wieder ein bisschen Wind über den Rücken kriege. Aber Fazit zu dem Auto. Der Name Supra war ja mal gedacht bei dem Celica obendrauf als das Topmodell. Ne? Ich glaube, sie haben völlig recht, wenn sie einfach das Celica weglassen und das Auto einfach nur der Supra nennen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, dazu hätten wir jetzt auch den 2 Liter noch mit hernehmen müssen an den Ring. Der 2 Liter hatte sich für mich am Bielzer Berg unheimlich leichtfüßig und leicht angefühlt. Ne? Ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt noch im Ohr, wie ich das Auto gelobt habe, weil die Lenkung so wunderbar, das Auto hat keinerlei Moment auf der Vorderachse, wo du denkst, jetzt musst du da untersteuern, um die Kurve oder so, gar nichts. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, wenn ich den 3 Liter fahre hier. Ich meine, der hat natürlich mit 340 PS liegst du immer 500 Newtonmeter. Du hast immer die Chance, das Ding gerade zu stellen, wenn er untersteuernd sein sollte. Aber wenn er untersteuert ist, dann hast du den Fehler gemacht. Du bist einfach viel zu schnell in die Kurve rein. Was mich fasziniert hat, ist die Balance von dem Auto. Die ist so scheiße gut. Im Prinzip kannst du den Supra so nehmen, machst vielleicht noch von dem Michelin Sport einen Semireifen drauf. Nicht unbedingt den vielleicht, der ist okay, müssten wir jetzt mal den Luftdruck anpassen und so, dann würde der es auch können, dann würde er weitermachen. Die Mischbereifung 275 hinten, die ist gut, das ist perfekt und vielleicht andere Bremsbeläge drauf oder aber es muss das Auto jemand fahren, der nicht so oft eine Schissbremse macht wie ich. Das war AutoHub, mein Name ist Björn Habinger und Freunde, wenn ihr mich in den Kanal abonniert habt, da dürft auch ihr mich Habi nennen und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare zum Toyota Supra hier unten drunter. Vielleicht haben wir jemanden dabei, der mit der Supra selber schon auf der Nordschleife oder auf der Rennstrecke unterwegs war und seine eigenen Erfahrungen hat und da was dazu schreibt. Wir sehen uns beim nächsten Video und ich gehe jetzt abduschen. Thank you.